Neonazis und Antisemitinnen zur Konstruktion von simplen Feindbildern umgedeutet. Es gibt natürlich die berechtigte Sorge, dass die Einschränkungen aufgrund des Infektionsschutzes zum weiteren Ausbau von Überwachung und Repression genutzt werden. Doch es gibt keine Entschuldigung dafür, mit Nazis auf die Straße zu gehen. Wer aus Sorge vor dem Verlust von Freiheit mit Verschwörungstheoretikerinnen auf die Straße geht, tut dies mit Menschen, die einen starken Nationalstaat fordern, der genau diese Politik verfolgen wird, um sein Volk vor Hirngespinsten zu schützen. Viele aus den ersten Blick lächerlich wirkende Aussagen sind daher brandgefährliche. Demgegenüber reklamieren wir als clubkulturelles Netzwerk die solidarische und grenzenlose Vergesellschaftung auf den Dancefloors in den öffentlichen Plätzen dieser Stadt. Bei der Veranstaltung Reclaim Club Charter geht es um Solidarität mit den Risikogruppen, an vorgeschriebenen Maßnahmen und dem Infektionsschutz gelten. Zu Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind trotz ihrer offensichtlichen Absurdität sehr gefährlich. Die Anziehung von Verschwörungstheorien entsteht aus der scheinbaren Vereinfachung, etwa wenn sie den zweifellos vorhandenen Lobbygruppen, mächtigen kapitalistischen Netzwerken oder Monopolkonzernen eine Allmacht attestieren, ihnen zugeschrieben wird, dass sie im Geheimen die Welt regieren würden und die gesamte Menschheit manipulieren oder verdummen. Diese Personalisierung der ökonomischen Zerwürfnisse und Verheerungen leugnet und verschleiert die komplexen Gewaltverhältnisse, die unsere Gesellschaft durchziehen. Antisemitische Denkmuster bilden dabei einen Kernbestand und werden immer wieder neu aktiviert und abgerufen. Verschwörungstheorien sind das Gegenteil einer Aufklärung, Emanzipation und radikaler Veränderung. Interessierten Kritikerinnen der gesellschaftlichen Verhältnisse und Probleme. Sie sind inhaltlich stark vereinfacht und programmieren einzelne, oft individuelle Feinde. Die Antworten und Lösungen, die Verschwörungstheoretikerinnen beinhalten, umfassen das ganze Arsenal rechter und faschistischer Ideologien und Normen. Das Ideal des starken Mannes, die Rede von einem vermeintlich gesunden Volksempfinden, die Forderung nach einem wehrhaften, totalitären, starken Staat, die absurde Vorstellung eines souveränen und homogenen Volkes, ein regressives und nationalistisches und antilibertäres Kulturverständnis sowie die Verachtung von Feminismus, Diversität, offenen Diskurskulturen und freier individueller Entfaltung. Verschwörungstheoretische und antisemitische Welterklärungen konstruieren zudem ihre angeblichen Gegnerinnen oft als geheime, im Verborgenen operierende Mächte. Sie übergenieren eine Notwehrsituation, die die eigene Aggression und als zwingend rechtfertigt, sich häufig in Forderungen nach autoritären und repressiven Maßnahmen ausdrückt oder in offenen Gewalttaten eskaliert. In dieser irrationalen Logik stammt auch die Vernichtungsantisemitismus des deutschen Volkes im Nationalsozialismus. Der erste durch die Niederlage durch der deutschen Wehrmacht am 8. Mai beendet wurde und sich, wie wir heute schon gehört haben, seitdem in den Institutionen immer noch fortführt. Aus diesen Gründen müssen die aktuellen Versammlungen aus dem Verschwörungsspektrum als das benannt werden und bekämpft werden, was sie sind. Nazis mit Aluhüten. Wenn für die Clubs in Berlin gilt, kein Dancefloor für Nazis, dann sollte es auch auf der Straße heißen. Kein Fußball und kein Mikro für Nazis, Antisemiten, Wahrbürgerinnen, Identitäre und Autoritäre, Artenschützer und Volkstribune. Und jetzt haben wir anscheinend unseren Generator wieder. Computerwissen, das feststellen, das Funktionen.